Gut, sind wir wieder aufgestanden. Gut. Dann gehe ich wieder zur Truhe und tue erstmal das Zeug rein, würde ich sagen. So. Ah, Hilfe. Mein Headset ist runtergefallen. Gut. So, Dalle. Ja, das Fleisch tue ich auch mal zurückstellen. Weizen. Ah, ja. Gut, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Jetzt muss die kleine Truhe herhalten. Und die hat auch fast keinen Platz mehr. Super Voraussetzungen. Yay, passt perfekt. Ah, gut. Ich muss mir jetzt mal überlegen. Ich hoffe, wenn ich da hier zur Wüste gehe, auf die Berge gehe, ich glaube, da habe ich nämlich Weizen gefunden. Ob das richtig ist. Aber naja, muss ich halt jetzt erstmal schauen. Das Fleisch kann ich ja zum Glück herstellen wieder, weil ich brauche die ja nicht so viel. Heißt aber nicht, dass ich nicht noch wen mitnehmen kann. So ist das nicht. Jo, dann haben wir hier unsere riesen Steingolems. Aber ich glaube, da hinten bei den Bergen, da habe ich was gesehen. Ah ja, mal schauen. Das läuft ja jetzt besser denn je eigentlich. Ich komme da drüben bestimmt schon hoch. Gut, gut. Yay. Würde mal sagen, es klappt im Moment. Ganz gut, so. Jetzt ist die Frage, ob hier nochmal irgendwo Weizen zu finden ist. Wie gesagt, ich hab's auf dem Berg gefunden, habe ich nicht verstanden, wieso. Aber ich hab's irgendwo einfach akzeptiert. So, jetzt komm mal her. Du kannst Feuer speien, mein Freund. Okay, das war jetzt ein bisschen neu für mich. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ich dachte, die Geister sind die einzigen, die Feuer speien können. Also Feuerbälle. Ich sag's auch. So. Jetzt bin ich sauer. Niemand schmeißt mit Feuerbällen nach mir. Niemand. Gut, hier unten. Das ist größtenteils Wüste. Aber kein Weizen. Ja, theoretisch könnte man es ja auch selber anbauen eigentlich, aber... Habe ich auch wieder keine Ahnung davon. Ich wollte mal ein paar Bäume wachsen lassen. Surprise, hat nicht geklappt. Okay. Aller Anfang ist schwer, wie man immer gern sagt. Sudale. Ach, zum Glück habe ich Schuhe, die keinen Fallschaden... durch den ich keinen Fallschaden bekomme, mal so gesagt. Ah.
Gut, kann ich eigentlich Pilze noch mitnehmen? So gebrannte Pilzspieße. Eigentlich könnte man meinen, das ist mein Leibgericht mittlerweile, so oft wie ich die im Spiel esse. Ha! Das ist Weizen. So, brauchen wir definitiv noch 5 Stück. So, da haben wir hier 5, aber private Benutzung nehme ich noch was mit. So. Bei Weizen kann man nie genug haben. Hoffe ich mal. So, gut, dann können wir jetzt hier wieder zurück, nämlich. Pilze gehören auf die Pizza. Ah ja, was soll ich jetzt drauf sagen? Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Pilzfan, obwohl ich Pilze esse. Ich sag's mal so, ich habe nichts gegen Pilze, aber ich bin auch nicht unbedingt für Pilze, aber ja. Ich würde so semi zustimmen. Können wir uns darauf einigen? mal schauen, ob man in diesem Spiel Pilze überhaupt Pizza überhaupt machen kann. Ich hoffe mal ja. Das macht das Spiel gleich mal wieder sympathischer auf jeden Fall. Da habe ich ja gut zeitlich abgepasst. Es wird dunkel, da kommen große böse Monster, eigentlich Geister mehr. Und die Sicht wird verringert. Das ist schon nerviger. Gut, dann. Jo. Brauchen wir bald was zu essen? Können Pilli ruhig stellen mit ihren Gerichtswünschen. Und ja. Haben dann erstmal wieder eine große Mission erledigt. Okay, was heißt große Mission? Aber auf jeden Fall eine wichtige Mission. Weil ich dann noch warten muss die ganze Zeit. Darauf habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Ach stimmt, da kann ich ja hier machen. So ist dann gleich einfach wieder Tag schon. So, mach mal schnell eins. Und ein Brot. Okay, Entschuldigung, wenn ich euch mal hier das halbe Headset weggeballert habe oder Lautsprecher. Aber ein Hopper? Das ist gut, das ist gut. Und ein Brotkorb. Ich dachte, wenn man sich hier irgendwo einbuddelt, muss man halt so lange warten, bis die Nacht wieder vorbei ist. Wenn man halt die Nacht überdauern will. Gut, wenn ich jetzt das Bett mitnehme, dann ist es nicht so stimmt. Habe ich zu kurz gedacht. Gebe ich zu. So. Hallo, Terum. Ja, ich habe dir jetzt hier etwas mit Fleisch und etwas mit Weizen gemacht. Oder will man drauf hinaus... Ach komm. Die will einen Hopper. Oder... Es läuft genau darauf hinaus. Jetzt bist du zufrieden, ne? Ui, Teron, du hast ein ganz neues Gericht geschaffen.
Wie hast du es nochmal genannt? Ein Hopper? Gib ihn mir lieber gleich, bevor er noch davon hoppelt. Oh Gott, der war schlecht. Juhu, danke, Darum. Ich hebe ihn mir für später auf. Im Moment habe ich keinen Hunger. Und wieso soll ich ihn dir machen? Ach übrigens, ich habe auch ein spannendes neues Rezept erfunden. Man nehme einen Schädelknochen und gebe Erde, Drachenschwänze, Pflaumenbeeren hinein. Dann kocht man Ganze in eine Soße aus Erde und orangenen Glipper. Ich feile noch an den Details, aber ich glaube, Roy wird meine Kreation bald verkosten können. Okay, wir haben auch bald einen Bewohner weniger. Rip Roy. Und Salatteller. So, da haben wir hier die... Hey. So. Weg mit euch beiden. Okay, was ist mit dir wieder? Darum, mein Junge, unsere Stadt wächst von Tag zu Tag. Eine Entscheidungsschlacht gegen die Monster wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Meinst du nicht auch? Jetzt, da wir den Bau des Stachelstahlwalls abgeschlossen haben, sind unsere Verteidigungsanlagen nahezu unüberwindlich. Oder doch nicht? Ich muss gestehen, ganz zufrieden bin ich nicht. Unsere Stadt könnte weitaus stärker befestigt sein. Deshalb meine Bitte an dich, Darum. Ich finde, es wird Zeit, ein bisschen mehr Arbeit in dieser Stadt zu investieren. Ein paar neue Räume sind mehr als überfällig, mein Junge. Wir sollten auch unsere Verteidigungsanlagen auf den neuesten Stand bringen, um die immer heftig werdenden Monsterangriffe besser abwehren zu können. Ich will dich nicht mit Details langweilen. Immerhin bist du der Erbauer. Verbessere unsere Stadt nach eigenem Gutdünken. Bei meinen geblähten Nüstern, hervorragende Arbeit, Darum. Unsere Stadt wird immer besser. Und du mit ihr. Hör mir nun gut zu, mein Junge. Ich habe große Neuigkeiten. In der Candling-Chronik habe ich eine Beschreibung der größten und mächtigsten Verteidigungsanlage gefunden, die je erdacht wurde. Es ist der sogenannte Candling-Schild. Wenn das mal kein majestätischer und ehrfürchtig gebietender Name ist. Wenn wir über einen solchen verfügten, könnten wir unser Zuhause gegen jeden Angriff verteidigen. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass wir den Wiederaufbau Candlens als vollendet betrachten könnten. Dabei gibt es nur ein Problem. In der Candling-Chronik wird beschrieben, wie das Schild aussieht und funktioniert. Leider sind die Angaben dazu, wie er gebaut wird, eher dürftig. Momentan sind wir einfach nicht imstande, ihn zu fertigen. Doch noch besteht Hoffnung. Ich kann dir nur spärliche Hinweise zu seiner Herstellung geben, aber bestimmt werden sie deinen kreativen Kopf zu einem Geniestreich inspirieren. Ich weiß, dass du eines Tages das Geheimnis lüften wirst, wie der Candling-Schild gebaut werden kann. Drei Stahlbahnen, nett. Und wie ich mir schon dachte, steht ein Kampf an. So. Ein bisschen Brot noch. Und dann können wir uns eigentlich schon fast Stahlbreitschwert hier. Ich bin diesmal zuversichtlich, dass wir den nächsten Kampf gewinnen werden. So, bei meinen schmerzenden Schultern. Darum, die Monster bereiten einen weiteren Angriff vor. Wie ich vermutet habe, sehen sie, dass unsere Stadt immer weiter wächst und ihre Versuche, uns aufzuhalten, werden immer verwegener und verzweifelter. Doch wir sind noch nicht bereit, es mit ihren Anführern aufzunehmen. Wir müssen diese Monster zurückdrängen, um so etwas Zeit zu gewinnen. Darum, mein Junge, bist du bereit für den Kampf? Jop, bin ich. Diesmal gehe ich auch in Verwegener an. So, die kommen wie immer vom Westen. Okay. Läuft, würde ich mal sagen. Skorpione erscheinen.
Na gut, ich hätte die Mauer etwas weiter. So. Wieso geht ihr raus? Lasst sie doch einfach gegen die Mauern laufen. Okay, oder lasst mich nicht ins Feuer laufen. What? Der kann springen? So. So, komm, den mach mal jetzt fertig. So. Der kann nicht ewig sein Schild oben halten. So. Gut, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass der springen kann, aber ansonsten wie erwartet. Ein grünes Teleportal. Yay! Na, das ist doch mein Wappen jetzt. Alle Achtung, Terron. All diese Monster aufzuhalten war eine unglaubliche Leistung. Und nicht nur das. Du hast auch ein neues Teleportal gefunden. Beeindruckend! Ach übrigens, La Roche hat mir erzählt, was passiert ist. Es war der Golem, der Candlin in Trümmer gelegt hat. Wenn das stimmt, dann gibt es keinen Zweifel. Das Monster, das über dieses Land herrscht, ist derselbe Golem, der einst Candlin beschützte. Terron, weißt du, was das bedeutet? Ich kann helfen. Ich kann endlich etwas beitragen. Nach jahrelanger Wanderschaft habe ich endlich einen Ort gefunden, an dem ich mich nützlich machen kann. Ich bin auf meinen Reisen einst einem Erfinder begegnet, der mir beigebracht hat, wie man sogenannte knallige Kugeln herstellt. Wenn der Golem uns angreifen sollte, wäre etwas so Mächtiges wie knallige Kugeln von unschätzbarem Wert. Ich will dir zeigen, wie man sie anfertigt. Es ist mir nie gelungen, selbst eine zu bauen. Also kann ich es kaum erwarten zu sehen, ob sie funktionieren. Das ist mal cool. Nebenbei, danke, Airi. So. Ansonsten will gerade keiner was von mir. Und dann schauen wir mal, wie man knallige Kugeln bauen. Ist jetzt einfach mal geraten, dass ich hier da reingehe. Aber gut. Ah, hier, da sind knallige Kugeln. Okay, ein Eisenbahn, ein Felsenbombensplitter. Okay, dann werde ich wahrscheinlich dann im grünen Portal finden. So. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Vorrat an Chimärenflügel. So. Ah. Ist jetzt eine gute Frage, wo ich das hinbaue. Ich würde spontan sagen, einfach mal hier daneben. Jetzt. Jupp, neues Portal, Leute. Obwohl, eine Kleinigkeit möchte ich noch machen, bevor ich jetzt da reingehe. Ein riesiger Reisekoffer. Naja, ich will zumindest noch eine Truhe bauen. Ist zwar etwas, naja, sinnfrei fast. Aber ich will einen Teil jetzt einfach hier weg haben. Nee, das behalte ich. Gut, dann gehen wir mal schnell rein. Und schauen mal, wo uns das Ganze jetzt hinführt. So, wie immer, da mal reingucken. Und da kriegen wir die grüne Kurskugel. Sieht jetzt irgendwie mehr wie Wüste aus auch. Also immer noch Wüste, meine ich. Okay. Nur mit neuen Monstern, wie die Kugel hier. Ah. Explodierst du? Mikasee!
grüne Neune. Der hat Power. So, dich mal. Nee, dich mache ich vorher fertig. So, Hey. Lumpi, hör auf mit dem Blödsinn. Du bist jetzt Lumpi für mich. Ah, Ritterrüstung. Ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte nicht, dass der so einen Radius hat. Ich hatte da wirklich Arschglück.